Achim, Sie sind 18 Jahre alt und deshalb verhandeln wir heute Ihre Strafsache hier wegen schwerer Körperverletzung an Ihrer Mutter Regina Grimm vor dem Jugendschöffengericht. Und als Vertreterin der Jugendgerichtshilfe ist Frau Laser anwesend. Frau Grimm, Ihr Vorname ist Marie. Sie sind am 3. Juni 1992 in Moringheim geboren und wohnen auch dort bei Ihrem Vater, soweit ich weiß. Sie sind ledig, Kinder haben Sie keine. Sie gehen auch zur Schule? Ja, ich mache nächstes Jahr mein Abitur. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 2. Juni 2010 wollte die Angeklagte im Gemeindesaal in ihren 18. Geburtstag hineinfeiern. Zu ihrem Entsetzen tauchte ihre Mutter Regina Grimm, eine überzeugte Nudistin, plötzlich auf der Party auf und entblößte sich kurz vor Mitternacht vor allen Freunden und Verwandten. Weil ihre Mutter ihr damit die Geburtstagsfeier völlig verdorben hatte, betäubte die Angeklagte sie 3 Tage später mit einem Schlafmittel und klebte ihr mit einem 2-Komponenten-Kleber eine Bluse auf den nackten Oberkörper. Die Bluse musste operativ entfernt werden. Regina Grimm wird entstellende Narben zurückbehalten. Marie Grimm wird daher wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Grimm, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder wollen Sie Angaben zur Sache machen? Ja, natürlich werde ich aussagen. Ich meine, meine Mutter behauptet, ich hätte ihr die Bluse aufgeklebt. Die spinnt doch, sowas würde ich niemals machen. Seit wann hat Ihre Mutter diesen Tick mit diesem Nackt-Herumlauferei da? Seit März, seit sie mit diesem Simon zusammen ist, für den sie auch übrigens meinen Vater verlassen hat. Ich meine, seitdem rennt die nur noch nackt durch die Gegend. Die geht nackt joggen, nackt wandern, sogar nackt einkaufen. Die hatte deswegen echt schon Probleme mit der Polizei. Natürlich, weil wer sich in aller Öffentlichkeit nackt zeigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Man nennt das Belästigung der Allgemeinheit. Und dafür gibt es Bußgeld. Ganz ja, normal. Davon habe ich auch schon gehört. Aber das juckt ja meine Mutter nicht. Ich meine, am nächsten Tag ist sie ja direkt wieder nackt losgeradelt. Die interessiert das einfach nicht. Sind Sie gleich nach der Trennung Ihrer Eltern zu Ihrem Vater gezogen? Ja, also nein. Ich habe erst bei meiner Mutter gewohnt und irgendwann hatte ich einfach die Schnauze so voll und dann bin ich kurz vor meinem 18. Geburtstag zu meinem Vater gezogen. Stichwort 18. Geburtstag, denn das soll die Ursache des Ganzen sein. Da wollten Sie ja am 2. Juni in Ihren Geburtstag hineinfeiern. Im Gemeindehaus war das. War Ihre Mutter auch eingeladen? Nee. Warum nicht? Ja, weil ich Angst hatte, dass sie wieder nackt da auftaucht. Ich meine, meine ganzen Verwandten und Freunde waren da und ich wollte einfach ganz ruhig und entspannt in meinen 18. Geburtstag reinfeiern, ohne irgendwelche Angst zu haben. Ja, aber dann ist er plötzlich doch aufgetaucht. Tja, warum haben Sie Ihre Mutter nicht einfach wieder gebeten zu gehen? Ich meine, erst war ich wirklich sauer und echt geschockt. Aber immerhin war sie angezogen und hat auch Schnittchen mitgebracht. Ja, meine ganzen Verwandten haben dann auch gesagt, ja, okay, kann's bleiben und wollten natürlich auch, dass sie da bleibt. Und sie hat sich auch wieder gut mit meinem Vater verstanden. Und ich habe einfach gedacht, es wird alles so da wie früher. Ja, tja. Aber dann habe ich mich ja wohl getäuscht. Das war um 21 Uhr, als sie gekommen ist und keine 3 Stunden später war ihre Mutter nackt. Richtig. Nämlich kurz vor Mitternacht ist sie dann nämlich splitterfasernackt von der Toilette gekommen, hat die Bühne gestürmt und meinte, den Countdown runterzählen zu müssen. Wissen Sie eigentlich, wie peinlich sowas ist? Ich bin fast im Erdboden versunken vor Scham. Meine kompletten Freunde haben sich totgelacht, haben Fotos gemacht und einer hat sogar ein Video gedreht, was man am nächsten Tag im Internet beobachten konnte. Die Party war für mich auf jeden Fall gelaufen. Ja, nicht nur die Party, das war doch eigentlich die ganze nächste Woche. Da ging das doch weiter. Sie waren doch das Gespött aller ihrer Mitschüler. Da kommt die Tochter der Nackerten, haben die gerufen. Zieh dich doch aus, auch aus. Wo tut deine Mutter eigentlich das Kleingeld hin, wenn sie einkaufen geht? Das mussten sie sich anhören, die ganze Zeit. Und dann haben sie sich hingegangen, sind sie hingegangen, 3 Tage später haben ihr dieses Zeug an die Brust geklebt, auf den ganzen Oberkörper, nachdem sie mit Schlafmittel sozusagen außer Gefecht gesetzt hatten. Warum haben sie das denn jetzt gemacht? Sie wollten, dass ihre Mutter endlich mal über Verhalten nachdenkt, oder nicht? Ich meine, natürlich war ich sauer, aber ich würde doch sowas nicht machen. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass meine Mutter mich lächerlich vor anderen Leuten gemacht hat. Also wenn ich da vielleicht mal was zu sagen dürfte. Ja, ne, Frau Laser. Mir hat die Angeklagte erzählt, wie enttäuscht sie gewesen ist, dass ihre Mutter während der Aussprache einfach schlafen gegangen ist, statt sich weiterhin mit ihr auszusprechen. Das ist auch dreist. Die Marie, die leidet sehr unter dem angespannten Verhältnis zu ihrer Mutter, obwohl sie weiterhin bei ihrem Vater lebt. Sie war außerdem ja zur Zeit mit ihrem Freund zusammen, mit dem Benedikt Wallraff. Ne? Natürlich ist sie nicht die Einzige, die ein Problem mit dem Nudismus der Mutter hat, aber da kommen wir noch später zu vielleicht. Noch Fragen an die Angeklagte im Moment. Nee, danke. Da möchte ich mir doch die Nackte mal angucken. Regina Grimm, bitte. Und Sie nehmen bitte neben Ihre Verteidigerin Platz. Frau Grimm. War ja klar, dass du den Idioten wieder mit anschleppst, ne? Boah, kannst du jetzt vielleicht mal aufhören, ja? Ich hab da keine Lust mehr drauf. Dauernd machst du so ein Theater.
Frau Krim, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Ja. Regina ist Ihr Vorname, Sie sind 42 und wohnen im Moringheim. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Leiterin eines Nackt-Yoga-Zentrums. Als Mutter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Ich sage aus. Ihre Vorliebe, Frau Krim, für das Nacktsein scheint grenzenlos zu sein. War das immer so? Ja, das war immer so. Ja, nur ich durfte es halt nicht wegen meinem Mann Thomas. Ja, der ist seit 2005 Gemeinderatsvorsitzender. Und da musste ich halt aufpassen, was der Gemeinde so gefällt oder auch nicht. Ja, und ich bin FKK gewohnt, ja, von Kindheit an schon. Nur Thomas wollte das alles nicht. Ja, und das ist nur eins von vielen Beispielen, kann ich Ihnen sagen. Und ja, ich habe mich auch überhaupt nicht mehr wohlgefühlt mit ihm. Aber dann habe ich den Simon kennengelernt. Tja, den nackten Simon. Wobei FKK für mich was anderes ist. Das hat irgendwas mit Strandleben zu tun. Wo haben Sie Ihren Simon, den nackten, kennengelernt? Ja, also ich habe ihn beim Yoga kennengelernt, damals noch für Bekleidete. Und Simon hatte dann die Idee, mal Nackt-Yoga zu machen, Nudisten-Yoga. Und das habe ich auch gemacht und war total begeistert. Ja, das ist total super und total schön. Und ja, dann haben wir uns mit anderen Nudisten noch getroffen und sie glauben gar nicht, was man da alles erlebt. Also ich habe hier mal so ein paar Prospekte, ja. Also oh Mama, ey, hat ja pack der das ein oder weg. Mal Interesse dazu. Also es, spontan ich jetzt nicht, ich bin ziemlich verfroren. Ah ja, am Anfang sind sie alle so. Interessieren die nicht für Yoga? Ja, wie gesagt, am Anfang sind sie alle so, ja, schämen sich und so weiter. Aber sie wissen echt nicht, was sie da verpassen, ja. Nackt sein ist das Schönste, was es gibt auf dieser Welt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Sie besuchen ja nicht nur diese speziellen Nudistenveranstaltungen, sondern auch Alltagsaufgaben erledigen Sie ja nackt, ja. Also einkaufen, gehen, Müll runter. Was sagen eigentlich die Leute im Supermarkt, wenn sie da nackt durch die Gegend springen? Naja, einige gucken verschämt zur Seite, andere tuscheln hinter der Hand. Es gibt sogar Leute, die rufen gleich die Polizei an, was ich sehr übertrieben finde. Okay, ein paar Freunde haben sich auch schon abgewendet von mir, aber ich sage Ihnen, wenn das echte Freunde wären, ja, dann würden die das total akzeptieren. Was mir halt nur sehr weh tut, ist, dass meine Tochter Marie so absolut gegen den Nudismus ist und mir deshalb diese Bluse auf den Körper geklebt hat. Hast du bei deinem ganzen Scheiß Nacktwahn auch überhaupt einmal an mich gedacht? Ey, ich trau mich ja noch nicht mal mehr, eine Freundin mit nach Hause zu bringen, weil ich Schiss hab, dass du und Simon wieder nackt durch die Gegend hopst. Weißt du was? Ich denke immer nur an dich. Bei Elternabenden, bei Schulaufführungen und. Wegen dir ziehe ich mich an und muss diese Schmerzen ertragen von dieser Kleidung auf meinem Körper. Aber da lasse ich mir nicht mehr reinreden. Akzeptier das jetzt endlich. Ich habe es zwar akustisch verstanden, aber sehr rücksichtsvoll ist das nicht. Jedenfalls, wenn man kurz vor Mitternacht sich auf dem 18. Geburtstag seiner Tochter, und die man reinfeiern will, auszieht, quasi nackt von der Toilette kommt, die Bühne stürmt. Warum haben Sie das gemacht? Sie wissen doch ganz genau, dass Ihre Tochter damit ein Problem hat. Die Aktion, ja, die war echt nicht okay von mir. Aber ich habe halt ein bisschen was getrunken und hatte die Sachen auf der Haut. Und ja, ich wollte Marie eigentlich eine Freude machen, habe mich deswegen auch extra angezogen. Ja? Und der Abend war ja auch eigentlich soweit schön, bis ich dann, wie gesagt, ein paar zu viel getrunken hatte. Und dann stand ich ja halt auf der Toilette und mir war es tierisch heiß. Und meine Kleidung hat mich einfach gestört. Und da konnte ich nicht anders, ich musste die ausziehen. Wieso sind Sie überhaupt zur Feier gekommen? Eingeladen waren Sie nicht? Genau. Richtig, ich war nicht eingeladen. Aber ich habe gedacht, ich gehe einen Schritt auf Marie zu, ja, denn sie soll sehen, dass ich sie verstehe, ja. Ja, ich habe auch zigmal versucht, sie anzurufen und mich zu entschuldigen, aber du bist ja nicht einmal an dein Handy gegangen. Nee, ihre Tochter hatte keine Zeit, die musste ja nachdenken, wie sie sich bei Ihnen rächen könnte oder an ihn. Und dann war sie am 5. Juni bei Ihnen in der Küche. Wie ging es dann weiter? Genau, es war der 5. Juni, es war so um 16.30 Uhr bin ich von meinem Yogakurs zurückgekommen. Und sehe da auf einmal Marie in der Küche. Ich meine, ich habe mich total gefreut über ihren Besuch. Und hat sie noch gesagt, Mensch, Mama, komm, lass uns mal ordentlich darüber reden nochmal und so weiter. Und ich habe mich total gefreut. Und wir haben dann auch geredet eine ganze Zeit. Und dann habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, jetzt wird endlich wieder alles gut. Ja, das war es ja anscheinend nicht. Denn Ihre Tochter muss Ihnen bei dieser Gelegenheit das Schlafmittel verabreicht haben. Haben Sie davon nichts mitgekriegt, dass sie Ihnen das irgendwo reingemischt hat?
Ja, habe ich nicht, weil ich habe Saft getrunken, der auf dem Tisch stand. Das ist mein Gemüsesaft, den trinke ich immer nach dem Yoga-Kurs. Und Marie hat es gewusst, dass ich den trinke. Na, und dann bin ich am Anfang, habe ich mich noch schnell umgezogen. Und da war die Flasche halt unbeaufsichtigt. Und in der Zeit muss sie mir das Zeug in die Flasche gepackt die haben. Tochter. Die Polizei hat es ja auch gesagt, dass sie da Rückstände drin gefunden haben. Mhm. Wann haben Sie gemerkt, dass mit Ihnen irgendwas nicht stimmen kann? Ja, so war so eine halbe Stunde später. Meine Beine wurden ganz schwer, mir wurde ganz schwummerig und ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los war auf einmal. Also da habe ich dann zu Marie gesagt, dass ich mich halt nicht wohlfühlen würde und dass ich mich jetzt hinlegen müsste und sie bitte ein anderes Mal zum Weiterreden wiederkommen soll. Ja, und dann habe ich mich auch ins Bett gelegt. Aber Sie haben doch gehört, dass Marie die Wohnung verlassen hat, oder nicht? Ja, das habe ich gehört. Aber die muss zurückgekommen sein, als ich eingeschlafen war. Auf jeden Fall bin ich später erst in der Küche wach geworden. Also, dass Sie zurückgekommen sind, ist jetzt nur Unterstellung, ne? Oder haben Sie irgendwas davon mitbekommen? Nee, ist eine Unterstellung. Außerdem wäre sie körperlich überhaupt nicht in der Lage gewesen, Sie vom Schlafzimmer in die Küche zu verfrachten. Naja, bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung hat man ja leichte Aufschürfungen an den Fersen der Zeugin gefunden. Das heißt, es könnte jemand sein, der Sie vom Schlafzimmer über den Teppich in die Küche gezogen hat. Das könnte Ihre Mandantin auch gewesen sein. Die Frage ist natürlich, die ich mir dabei stelle, warum ist sie verbracht worden, ihre Mutter vom Schlafzimmer in die Küche, damit man ihr diese Bluse aufkleben kann? Das hätte man auch im Schlafzimmer machen können. Ja, sie wollte einfach nicht gesehen werden, weil wir haben einen Nachbarn, ja, der Manfred. Der schaut öfters von seinem Fenster in unser Schlafzimmerfenster, weil das hat halt keine Gardinen. Wegen der Atmung. Genau. Und ja, und von da aus, wo er immer reinguckt, kann er halt nicht in die Küche reinschauen. Und ich denke mir, das ist der Grund, warum sie es getan hat, mich in die Küche gezogen hat. Wann haben Sie denn bemerkt, dass jemand Ihnen diese Bluse aufgeklebt hat? Ja, als ich in der Küche wach geworden bin. Ich habe sofort versucht, mir das wegzureißen. Ja, und das hat zu schlimmen Hautverletzungen geführt, zum einen. Und zum anderen, nachdem Sie ja gemerkt haben, dass es alles verklebt war, sind Sie ins Krankenhaus gekommen und da mussten breite Teile wegoperiert werden. Ja, bevor ich das kapiert habe, ja, was da überhaupt los ist, hatte ich mir schon ein paar Fetzen von der Bluse weggerissen. Ja. Die Bluse ist ja dann im Krankenhaus zerschnitten worden. Hier habe ich die Reste. Es war so eine rote Bluse. Haben Sie so eine Bluse vorher schon mal irgendwo gesehen? Oder bei Ihrer Tochter zum Beispiel? Nein, absolut nicht. Die muss die Marie mitgebracht haben. Ich weiß überhaupt nicht, was du dir dabei gedacht hast, wenn du überhaupt was dabei gedacht hast, ja? Kannst du dir vorstellen, was ich für Schmerzen habe? Und schau dir die Narben an, die werde ich an meinem Oberkörper wohl mein Leben lang behalten müssen. Und das nur wegen dir. Heul doch, ich war das überhaupt nicht. Ach. Noch Fragen? Danke. An die Zeugin? Nein. Dann möchte ich mal erst mal mit dem Freund der Angeklagten fortsetzen, wegen des Alibis. Benedikt Wallraff, bitte, und Sie nehmen an der Seite Platz. Frau Grimm bleibt unvereidigt. Herr Wallraff, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Ja. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Wallraff, Ihr Vorname ist Benedikt, Sie sind 19, wohnen in Moringheim. Was sind Sie vom Beruf? Ich gehe noch zur Schule. Ich bin einmal sitzen geblieben, jetzt gehe ich mit Marie in die 13. Verwandt oder verschwägert sind Sie mit ihr aber dennoch nicht. Das stimmt, aber wir sind seit einem halben Jahr zusammen. Wann haben Sie mitbekommen, dass die Mutter Ihrer Freundin bekennende Nudistin oder wie man da so ist, sagt, ist? Ja, anfangs überhaupt nicht. Marie wollte ja nie, dass ich zu ihr nach Hause komme. Mhm. Hat sie Ihnen gesagt, warum nicht? Ihre Standardausrede war immer, ich hätte ein schöneres Zimmer, größer, mit einem Fernseher sogar. Aber als ich ja nach 2 Monaten das erste Mal bei ihr war, wusste ich, was der wahre Grund war. Bei welcher Gelegenheit haben Sie die Mutter Ihrer Freundin denn nackt gesehen? Ja, Marie dachte, dass ihre Mutter bei ihrem Freund übernachten würde. Und dann habe ich bei ihr geschlafen. Aber anscheinend sind die beiden nachts nach Hause gekommen, denn am nächsten Morgen, als ich die Schlafzimmertür aufmache, da steht Regina vor mir, komplett nackt. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und anstatt Anstalten zu machen, sich mal was anzuziehen, kommt sie ganz normal auf mich zu, gibt mir die Hand, als ob nichts gewesen wäre. Ja, das ist ja wohl auch kein Problem. Ich verstehe das gar nicht, was du dich jetzt so aufregst. Ja, also... Ja, meinst, ich hab Bock, die Mutter von meiner Freundin nackt zu sehen? Ja, und dann, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und dann wollte ich erstmal aus der Situation flüchten, bin ins Badezimmer gegangen. Und dann war Simon da, natürlich auch nackt. Am liebsten wäre ich nach Hause gerannt. Ja, aber Sie sind ja nicht gegangen. Wie ging's weiter?
Ja, Regina wollte noch unbedingt, dass ich mit frühstücke. Ja, sie wissen gar nicht, wie das war. So eine unangenehme Situation mit den beiden Nacki-Dicer am Tisch. Mein Croissant wäre mir fast wieder hochgekommen. Ich bin nur froh, dass meine Eltern normal sind. Ach, Manfred, das ist so schrecklich, dass das bei uns in der Nachbarschaft hier alles so passiert. Und ausgerechnet mit der ist unser Benedikt zusammen. Ich weiß auch nicht, was der an der findet. Ich gehe noch mal zur Toilette. Wartest du hier auf mich? Klar, und Lotte, mach dir nicht so viele Gedanken um Benedikt. Auch andere Mütter haben schöne Töchter. Okay, hast ja recht. Was für ein Schwein sind Sie denn? Das gibt's ja wohl nicht. Sagen Sie mal, hey. Hören Sie mal, dieses Foto, das wird aber sofort gelöscht. Wo ist die Funktion? Genau, zack, gelöscht. Hallo? Was ist das denn? Das ist ja ein Foto von meiner Frau. Was kann ich dafür, dass du so spießige Eltern hast, ja? Und wenn du unsere Freizügigkeit nicht akzeptieren kannst, ja, dann geht doch einfach nur zu euch. So einfach ist das. Ey, du quatschst dem Simon auch alles nach, ne? Bin ich froh, dass mein Vater wenigstens normal ist. Bei dem bleibe ich nämlich jetzt auch erstmal. Marie, gab es eigentlich einen bestimmten Auslöser dafür, dass Sie bei Ihrer Mutter ausgezogen sind? Ja, wir haben uns nämlich ständig nur noch gestritten, weil sie mir nicht glauben wollte, dass ihr toller Simon eine Affäre hat. Wie kommen Sie darauf, dass der neue Freund Ihrer Mutter es mit der Treue nicht so genau nimmt? Na, ich habe doch gehört, wie der mit irgendeiner Saskia am Telefon rumgesäuselt hat. Jetzt hör mal auf, hier so einen Blödsinn zu verzapfen. Mit anderen Worten, Sie sind Simon, Lamberts der Freund von Frau Grimm. Ja, Maria findet das alles. Sie kann mich sowieso nicht ausstehen. Und jetzt versucht sie alles, um uns auseinanderzubringen. Sagen Sie mal, Herr Wallraff, wie hat Ihre Freundin eigentlich reagiert, als Ihre Mutter da so ein bisschen einen auf Josephine Baker gemacht hat bei der Party und sich komplett ausgezogen hat? Ja, Marie war natürlich total am Ende, verständlicherweise. Ist erstmal in die Wohnung von ihrem Vater gerannt, nebenan, hat sich da verbarrikadiert, wollte mit keinem reden, noch nicht mal mit mir. Ja, aber das kann ich auch verstehen nach der Aktion. Die Party war so super, alle waren super drauf, haben getanzt, gefeiert, getrunken. Ja, und dann das mit Regina. Und ich habe Marie noch davon überzeugt, dass sie da bleiben kann, als sie mit ihren Schnittchen da ankam. Ich habe mich tausendmal dafür entschuldigt. Ja, aber das hättest du mir mal vorher überlegen müssen. Dein Verhalten hat noch Konsequenzen nach sich gezogen. Genau, erzählen Sie doch bitte mal, wie der nächste Tag für Ihre Freundin in der Schule abgelaufen ist. Was da für ein Spießrutenlaufen angesagt war. Das war der reinste Horror für Marie. Jeder hat sie gemobbt und die ganze Zeit kamen so Sprüche wie, mach dich doch mal nackig, Marie. Und dann wurden noch Flugblätter verteilt, wo Regina dann zu sehen war. Nackt, natürlich. Ja, eins habe ich hier. Ja, Marie tat mir total leid. Ja, und wie hochnotpeinlich war das denn für Sie? Das hat Ihre Wut doch noch gesteigert, dieses Machwerk da. Ja, natürlich war mir das peinlich. Ja. Aber ich habe mich auch schnell wieder eingekriegt. Ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich für meine Mutter rechtfertigen muss. Ja, außerdem war Marie doch zur Tatzeit bei mir. Sie hat sich noch darüber aufgeregt, dass ihre Mutter um 5 einfach pennen gegangen ist. Aber Entschuldigung, wir wissen doch hier beide, dass Sie Ihrer Freundin Gefälligkeitsalibi geben, oder nicht? Ja, das ist aber die Wahrheit. Ist kein Kavaliersdelikt. Sie sind ja noch ein junger Spund. Ja, das ist aber die Wahrheit. Außerdem weiß ich, wer es war. An Ihrer Stelle würde ich mir lieber Ihren Vater genau unter die Lupe nehmen. Wie kommen Sie jetzt drauf, dass der Ehemann der Geschädigten ihr die Bluse auf die Haut geklebt haben könnte? Ich habe ihn doch gesehen. Ich habe gesehen, wie er den Altkleidersammlungstüten neben dem Gemeindesaal gewühlt hat. Und er hat genau die gleiche Bluse in der Hand gehalten, die Regina später angeklebt wurde. Ja, genau die. Wenn das eine alte Bluse von ihr ist, hätte sie doch auch, sie hätte noch auch Zugriff darauf gehabt, oder nicht? Ich war das aber nicht. Wir haben doch bei ihrem Vater gewohnt. Das heißt, sie hatten genauso Zugriff auf irgendwelche Klamotten wie er. Ich war das nicht und mein Vater war das auch nicht. Und ich weiß überhaupt nicht, was du hier für eine Scheiße erzählst. Marie, ich weiß doch, dein Vater ist der letzte familiäre Hintergrund, den du hast. Aber trotzdem, nur wegen dem sitzen wir. Boah, ey, du redest so ein Blödsinn, ja? Das kann man echt schon kaum noch aushalten. Der Thomas und ich, wir verstehen uns trotzdem noch nach wie vor gut, ja? Und ich weiß überhaupt nicht, was der für einen Grund haben soll, mir diese Bluse aufzukleben. Aber was anderes, Herr Wallraff. Die Regina Grimm wurde ja am 5. Juni 2010 von ihrem Bett im Schlafzimmer in die Küche gezogen. Darauf weisen zumindest die ärztlichen Untersuchungen hin. Haben Sie eine Ahnung, warum der Thomas Grimm das getan haben sollte? Ja, Thomas hat mir mal erzählt, dass er eine Katzenhaarallergie hat. Und nach ihrem Auszug haben sich Regina und Marie eine Katze angeschafft. Ja. Ich denke mal, die Katze, die war im Schlafzimmer. Und gerade als Thomas dann loslegen wollte mit seiner Kleberei, hat er einen allergischen Schock bekommen.
Und ja, damit er sie in Ruhe präparieren konnte, ist er dann mit Regina in die Küche gegangen. Also mit dem allergischen Schock hat er die dann in die Küche gezerrt. Anstatt die Katze kurz mal rauszuwerfen, die Tür zuzumachen. Das hilft bei einer Allergie nicht, denn es ist weder eine Allergie gegen Katzen, sondern gegen Katzenhaare. Und die bleiben ja weiterhin noch drin. Noch Fragen an den Zeugen Wallraff? Dann werde ich mit dem Vater der Angeklagten fortsetzen. Thomas Grimm, bitte, bleibt unvereidigt. Sie nehmen an der Seite Platz. Herr Grimm,